Erstmal da sammeln. Du reparierst den mal. Jetzt geh ich auch mal dahin. Ja, bitte, 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 lass deine ganzen Viecher hier auflaufen. Oh, danke. Bitte, mach deine ganzen Viecher kaputt. Ich hoffe doch, dass er hier jetzt öfter mal ankommen wird. Ich spare mir eine ganze Menge Arbeit. Wenn er sich schrotten lässt. Ach, wie schön. So. Melde mich zum Dienst. Melde Bereitschaft. Hier haben wir noch im WBF rumstehen. Ja, damit es dichter ist, da noch was hin. Goliath online. Schön, dass wir absetzen. So, langsam können wir mal wieder Rambazamba machen. Nur die Goliaths sind doch, wenn wir gleich alle da sind. Ich habe mir gerade eine neue Taktik überlegt. Und zwar ärgern wir ihn mit Panzern. Das ist gar kein Landefrachter. Wo ist er denn, der Landefrachter? Hier. Den ärgern wir mit Belagerungspanzern, so also stückchenweise. Dann kommt der an und dann nutzen wir mit den Goliaths und den Space Marines die Viecher einfach alle weg, während die Panzer weiter auf Range gehen. Finde ich eine tolle Idee. Ziel identifizieren! Commander! Jetzt Befehl, Sir! Ja, Sir! Weiter geht's! Also los, HQ! Zielgebiet? Ziel! Eingabe der Koordinaten! Alles best! Verstanden! So. Ja, Sir! Panzer. Weiter! Und. Goliath. Befehle, Sir. Und du. Ah, Grüße, Commander. Du fliegst vor, guckst, dann baue ich die Panzer auf und dann machen wir weiter. Beginne. Bestätigt, Sir. Brillant. Befehle, Sir. Hauptquartier, empfange Befehle. Los geht's. Auch nicht schlecht. Brillant. Beginne. Locken wir sie halt her, ist mir auch egal. Auch nicht schlecht. Übermittle Befehle. Los geht's. Brillant. Systeme funktionsfähig. Navcom ausgerichtet. Bestätigt. Zielgebiet. Entscheidung. Weiter geht's. Ja, Sir. Ziel identifizieren. Wird ausgeführt. Die Faxendecke hier! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Weiter geht's! Wird ausgeführt! So! Hier, Party! Ja, Sir! Ziel identifizieren! Systeme funktionieren! Befehle, Sir! Systeme funktionieren.
Übermittle Befehle. Der wegen getarnten Raubjägern. Zielgebiet. Bestätigt. Zielgebiet. Absolut. Weiter geht's. Absolut. Befehl ist vor. So. Ziel identifizieren. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ziel identifizieren. Oh, das wird witzig. Schöne Sache. Ach, ist immer Dinges getan. Der ist nicht hier. Geht doch. Mag mein Vorschlag einmal mit Ton funktionieren. So. Haben wir das Problem ja gelöst. Nur noch den Pisser da hochkriegen. Wunderschön. Ja gut, so kann man das Ganze auch erledigen. Tuckel, tuckel, tuckel. Immer nötig ist, um die Menschheit zu retten. Unsere Verantwortung ist zu groß. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen. Yay, wir haben es geschafft. Nach, keine Ahnung, wie lange haben wir es dafür gebraucht? Sehen wir ja gleich. Oh, 41 Minuten. Nur. so. Ja, also. Ja, ne, es läuft bei uns. Die Zerg, herbeigerufen durch das Signal des Viehmeters, stürzen sich auf die nichtsahnenden konföderierten Streitkräfte und vernichten sie. Wieder erscheint die Flotte der Protoss unter dem Kommando der Hohen Templers Tassada und verbrannte den Planeten zu Asche. Oh, Protoss gegen... Oh, Zerg-Invasion machen wir kaputt. Hallo? Ah. Ich grüße Sie, Commander. Ich bekomme gerade eine Übertragung herein. Unser Schlag gegen die Konföderation wird in Kürze erfolgen. Bevor wir uns jedoch Tarsonis selbst zuwenden können, müssen wir die stärksten Verteidigungslinien der Konföderation durchbrechen. General Duke wird Sie über die Einzelheiten informieren. Ich habe Tarsonis bei mehr als 30 großen Schlachten verteidigt. Daher kenne ich die Verteidigungsanlagen in- und auswendig. Drei primäre Orbitalplattformen dienen als Startfläche für die Flotte der Konföderation. Wenn wir die zentrale Plattform angreifen, sollten wir für genügend Ablenkung sorgen, dass ein kleiner Stoßtrupp die planetare Verteidigungslinie durchbrechen kann. General, ich bin beeindruckt. Hätte nie gedacht, dass Sie der Typ für einen Frontalangriff sind. Also, die Plattform wird von Omega- und Delta-Squadron-Einheiten verteidigt. Gegen meine Jungs vom Alpha-Squadron sind das absolute Anfänger. Alles klar. Aha, also er macht jetzt doch mit uns gemeinsame Sache. Interessant. Okay. Melde mich zum Dienst. Auserstattet Bericht. Ich hab nicht den ganzen Tag. In Bereitschaft. Koordinaten empfangen. Was ist? Gibt's denn hier Schönes? Wird auch Zeit. Na gut. Oh, Atomraketen! Geile Scheiße. Das Alpha-Squadron hätte so eine Ausrüstung nie einfach liegen lassen. Ich fasse es nicht. Gönnen wir uns doch gleich, oder? Und? Mit Atomraketen spielen wir doch gerne. Verseuchen die erstmal, das ist eh im Weltall, von daher.
Who cares? I don't care. I love it. Und das Ding parken wir einfach mal irgendwie so da. Ich höre. Alles best. Und erstmal alles absetzen. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich schaue es mir kurz ein bisschen um. Was? Meldebereitschaft. Roger. Ah, Party. Koordinaten empfangen. Roger. Gut, da haben wir schon mal den Rest incoming. Melde mich zum Dienst. Befehle, Captain? Gut, gut, gut. Dann brauche ich mir ein paar Bunker. Ziel. Ich höre. Oh, Panzer sind auch nicht schlecht. Weiter, Commander. Ganz kaum noch, aber. Spaß, Marine! Atomraketen, ist das nicht schön? Ihr könnt richtig schön Demi-Demi machen. Yay, Maschinendock benötigt. Maschinendock. Nicht genügend. Ja, ist gut. Erst, was wir überhaupt irgendwas haben. Haben wir keine Carrying diesmal? Okay. Geisterchen. Okularimplantat erforschen. So. Ich möchte sowas. Ah, warte mal. Wenn das hier alles mal vorwärts geht, als stopp. Sowas. Wir brauchen mehr Versorgungsdepots. Guten Tag, Terracon. Oh, Alter, auf dieser Auto sind diese Einblendungen echt riesig. Schon unglaublich. Alles fertig. Melde mich zum Dienst. So, und dann erstmal hier. Brrr, nicht genug Mineralien. Und so. Schöne Sache. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Zeug hier ran schaffen. So, da drüben ist brav beschäftigt. Schön weiter abbauen. Und nächstes. Alles fertig, das ist schön. Da weitermache. Hier oben ist der Junge fertig geworden. Aber ich finde das gut, dass wir uns hier einfach mal so Atomsilos rumliegen lassen. Ich meine, hey, kann man immer wieder gebrauchen, ne? 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 Ist klar. Da. Ausgestattet war ich. Endlich. Sagt er eigentlich so? Was Sache ist. Ausgestattet Bericht. Ich bin da. Ausgestattet Bericht. Ihr habt den Donner gerufen. Und hier kommt der Tornado. Mach weiter, wenn du dich traust. Deine Aggressionsdämmer laufen gleich über. Sag, was Sache ist. Deine Aggressionsdämmer laufen gleich über, okay. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Und? Also, was ist? Wir sind echt leise im Vergleich zu der Spielmusik gerade. So. Seit 15 Jahren. Jetzt soll ich von einem Anfänger Befehle annehmen? Diese Kohalbande ist doch eine einzige Katastrophe. Was hier fehlt, ist ein bisschen gute, altmodische Disziplin. Genau das fehlt den Jungs hier. Was? Okay, gut zu wissen. Was sagt ihr so? Bereitschaft, weiter, Commander.
erstmal gestört. Bin ich was Besonderes oder was? Yep. Ohne mich bist du aufgeschmissen, klar? Du weißt doch, wer der beste Starfighter ist. Glückwunsch. Irgendwann muss jeder mal sterben, Mac. Genau, ich bin unbesiegbar. Weiter, Commander. Okay, gut. Gut. Haben wir jetzt noch wieder ein bisschen Vendereien zusammengesammelt? Gut, dann kann man, Vespingas. Wir haben kein Gas! Ist doch scheiße. Weiter, Commander. Die Jungs, wir müssen den Bunker kaputt machen. Mit dem guten alten Yamato-Gewehr. Yamato! Repariert das der Säftsäck. Wir haben hier kein... Alter, wenn wir hier kein Vespingas haben, dann gut, dann hau ich halt mit Space Marines auf die Kacke, bis alles brennt. Da habe ich auch keinen Stress mit. Streitet euch nicht immer, ihr Kräfte. So, wieso haben wir hier keinen Vespingas? Haben wir wirklich keins? Ne, da oben sehe ich nicht. Doch, da unten. Ich wollte schon sagen. Was haben wir hier noch so Schönes? Ich finde es auch witzig, dass sie auf diesen komischen Plattformen so Geysire wachsen, aber ist okay. Ich stelle die Logik besser nicht in Frage, sonst gibt das nur Kopfschmerzen. Melde mich zum Dienst. Befehle erhalten. WBF Abflugbereit, Herr. Melde mich zum Dienst. Befehle, Captain. Befehle erhalten. Und du. So, schöne Sache. Der Säftsäck hat es repariert. Das heißt, wenn wir Vespingas haben, können wir wieder die guten alten Puncher bauen. Und oh, Machine Dock brauchen wir auch noch. Ja, Sir? Jungs, wir brauchen einen Machine Dock. So. Arba. Ja, dieses berühmte Arba. Wie es damit alles weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und schaltet auch dann wieder ein. Tschüss.